Falls sich jemand die Frage stellt, was im Namen des mächtigen Baal hier verdammt noch eins los ist, und das ist eine sehr gute Frage, es gab diese Aktion gemeinsam beten und bewegen, und das ist ein Erfahrungsbericht. Gucken wir einfach mal rein, vielleicht wird es nicht so schmerzhaft, wie es klingt. Ich finde es total Hammer, also es ist eine total gute Gemeinschaft. Also wie eine Jugendherberge mit nervigen Christen, okay? Und es ist Wahnsinn, wie Gott es segnet, wenn wir für ihn durch Deutschland laufen wollen, um sein Reich zu bauen. Wie hat Gott das gesegnet? Hat er euch mit Fisch und Brot beworfen? Hat es jeden Tag super Sonnenschein gegeben und war perfektes Reisewetter? Drück dich klar aus! Also wundervoll, es ist wirklich enorm, wie Gott hier mitwandert. Wenn man Gott sucht, dann findet man ihn hier, weil er ist so dabei. Man spürt bei jedem Schritt, dass Gott einen begleitet. Okay, es gibt drei logische Möglichkeiten, was er damit meint. Erstens, Gott hat einen zweiten Sohn gezeugt, der dann da mitgelaufen ist. Also im Grunde Jesus 2.0. Zweite Möglichkeit, die Typen haben die Bundeslade gefunden und haben die vor sich hergetragen. Oder dritte Möglichkeit, der Typ hat einfach den Arsch offen. Aber die letzte Möglichkeit ist so ein bisschen abwegig, oder? Ich fand die Gemeinschaft einfach total der Hammer. Die Leute sind total cool. Ja, das ist einfach total Spaß gemacht, zusammen zu beten, mit unterschiedlichen Menschen zu beten. Nee, das war fast wie Wacken. Nur ohne Spaß und Metal und dafür mit voll viel Christen. Es war wunderbar. Er hat uns durchgetragen, geführt, geleitet, gestärkt an Leib und Seele. Amen. Also bei dir drückt sich ein Körper und Seele gestählt dadurch aus, dass man dich nicht verstehen kann, weil die Grillen im Hintergrund zu laut zirpen. Es ist einfach toll, sich da zu beten für Deutschland und mitzuwandern. Es macht auch großen Spaß. Ich verstehe nicht, was hier los ist, aber ich sage, was meine Mami hören will. Wir haben gebetet, auch für die Region und für die Stadt hier, für Deutschland generell, dass Herrlichkeit, Gottes Herrlichkeit nach Deutschland kommt. Wir leben in einem Deutschland, in dem die Leute gesünder sind, älter werden und mehr verdienen als jemals zuvor. Ich glaube, wir brauchen Gottes Segen nicht so dringend, wie zum Beispiel Afrika ihn brauchen könnte. Aber mal ganz ehrlich, wie drückt sich dieser göttliche Segen eigentlich aus, den ihr verbreitet? Ballert vor euch so eine riesige Feuersäule lang, wie damals im Alten Testament? Reißen beim euren Einmärschen die Stadtmauern ein, weil Gottes Macht um euch rum so extrem mächtig vibriert? Oder fühlt euch einfach nur Knorke, weil ihr denkt, dass ihr irgendwas für die Menschheit tut? Ich habe einen einfachen Grundsatz. Eine Hand bei der Arbeit ist effektiver als 1000 Hände beim Gebet. Und so endet der tolle Bericht von der Bibel-Bet-Bla-Bewegung durch Deutschland, für das Reich, für Gott. Mit einer Fackel, weil die Feuersäule leider Urlaub eingereicht hat. In diesem Sinne möchte ich dieses wunderschöne Video mit einer kleinen Lesung aus dem Matthäus-Evangelium nach der neuen Firmengeldfassung begehen. Wir lesen Matthäus, Kapitel 6, ab Vers 5. Beten ist voll knorketastisch, aber sollst Leuten damit nicht auf den Keks gehen. Macht es zu Hause. Nur Arschlöcher laufen quer durchs Land und beten dabei oder stellen sich auf große Plätze und machen wie ein Vogel mit rotem Schamhaar am Kinn. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Abend.